Bereits zum 24. Mal findet in Berching vom 14. bis 16. Juni ein Oldtimer-Treffen statt. In diesem Jahr unter dem Namen Berching Classics, denn neben den Oldtimern werden auch Biker und US-Cars anzufinden sein. Das Wochenende umrahmt ein großes Programm, so gibt es eine sogenannte Todeswand, viele musikalische Highlights und natürlich Biker- und Oldtimer-Ausfahrten. Mehr Infos gibt es im Internet unter berching-classics.de. Am vergangenen Freitag trafen sich rund 70 Teilnehmer zum zweiten innehaltenden Kongress in Neumarkt. Die Neumarkter Metatrain GmbH, die Stadt und die AOK boten dazu Übungen und Hintergründe zu den Themen Achtsamkeit, Meditation und Business. Oberstes Ziel des Kongresses war es, dass die rote Linie zum Beispiel eines Burnouts gar nicht erst überschritten wird. Einfach menschlich heißt die Wanderausstellung des Regensburger Vereins Suchtprävention und Genesung, die im beruflichen Schulzentrum Neumarkt am Donnerstag, den 23. Mai von 13 bis 16 Uhr für die breite Öffentlichkeit geöffnet hat. In kurzen Texten erhalten die Besucher in einem Teil der Ausstellung einen Überblick, welche Süchte es gibt, mit Infozetteln zum Mitnehmen. In einem weiteren Raum hängen Zitate von Angehörigen von Süchtigen. Die Ausstellung soll Sucht erlebbar machen, mit dem Ziel, das eigene Verhalten zu hinterfragen.